Hallo, in diesem Video seht ihr, wie ich diese kleinen Tannenbäume häkel. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar hatte ich ja schon vor Jahren mal Tannenbäume gehäkelt, aber diese sind nochmal ganz anders gemacht und ich finde auch einfacher. Und man kann sie anhängen, als Geschenkanhänger an den Weihnachtsbaum hängen, oder ihr könnt die natürlich auch hier oben ohne dieses Bändchen machen und zum Beispiel aufstecken auf kleine Holzständer. Das bleibt euch überlassen. Wie ich die jetzt gemacht habe, zeige ich euch jetzt und was wir dafür brauchen auch. Für die Weihnachtsbäumchen braucht ihr wirklich nur ganz wenig Garn. Ich habe jetzt hier ein Baumwollgarn benutzt. Ihr könnt aber wirklich nehmen, was ihr möchtet. Achtet nur darauf, dass ihr die passende Häkelnadel für euer Garn benutzt. Ich habe hier jetzt ein spezielles Bio-Baumwollgarn. Das ist wirklich richtig Bio, weil das hat dieses GOTS-Siegel. Finde ich eine ganz tolle Sache. Nennt sich Fair Cotton und ist von Katja. Finde ich sehr schön weich und werde ich mal für diese Anleitung benutzen. Dann braucht ihr ein kleines bisschen Füllwatte oder Schafwolle oder was ihr so da habt zum Füllen. Und eigentlich brauchen wir gar keine Wollnadel zum Vernähen. Das geht alles mit der Häkelnadel. Und eine Schere natürlich. Ja, der kleine Weihnachtsbaum, der wird aus zwei identischen Hälften, also zwei identischen Seiten gehäkelt, die dann am Ende zusammengehäkelt werden. Wir machen jetzt eine Seite zusammen und dann zeige ich euch, wie man diese Seiten zusammenbringt. Ihr müsst eure Restfäden am Rand überhaupt nicht vernähen oder so, das verstecken wir dann alles nach innen. Das ist das Schöne an der Anleitung und falls ihr Anfänger seid und noch ein bisschen Unsicherheiten habt, ich habe einen Link zu meinen Häkelschulvideos hier oben bei den Infokarten und unterhalb vom Video für diese Basics, die man so braucht für dieses Video. So, dann fangen wir an mit einem ganz normalen Anfangsknoten. Nehmen den auf. Und ihr macht zwei ganz normale Luftmaschen. Dazu holt ihr den Faden einmal durch und noch einmal durch. Dann wollen wir in die erste Luftmasche, die wir gemacht haben, also von der Nadel aus die zweite, eine feste Masche häkeln. Ihr stecht ein, holt den Faden durch, habt dann zwei Schlaufen auf der Nadel und macht eine feste Masche, indem ihr einmal durchzieht. Dann machen wir eine Luftmasche und wenden das Ganze. Das heißt, wir häkeln zurück und wir machen in diese feste Masche zwei Maschen. Genau da rein, was jetzt als nächstes kommt. Also wir haben ja nur diese eine feste Masche und da macht ihr jetzt zwei feste Maschen rein. Eins. Und zwei. An der Stelle wieder eine Luftmasche zum Wenden. Ihr dreht das Ganze wieder um und häkelt wieder zurück. In dieser Reihe verdoppeln wir beide feste Maschen. Das heißt, gleich in die erste feste Masche reingehen, zwei feste Maschen reinhäkeln und in die zweite auch zwei feste Maschen. Also wir verdoppeln einfach in dieser Runde unsere beiden festen Maschen. Und zwei. Jetzt seht ihr schon diese Spitze von dem Tannenbaum. Wieder eine Luftmasche wendet. Und jetzt machen wir hier am Anfang die erste feste Masche wieder eine Zunahme, also verdoppeln. Macht ihr zwei feste Maschen rein. Eins, zwei, in die nächste Masche kommt eine feste Masche, in die danach auch und die letzte Masche wird wieder verdoppelt. Das heißt, wir haben die erste Masche und die letzte Masche einfach verdoppelt und haben jetzt sechs
feste Maschen in dieser Reihe. Wieder eine Luftmasche zum Wenden. Ihr dreht um. Und das wiederholen wir jetzt zwei Reihen lang. Und zwar wird immer die erste Masche und die letzte Masche der Reihe verdoppelt, bis wir dann insgesamt 10 Maschen haben. Also in die erste macht ihr 2 feste Maschen. Häkelt dann weiter, immer nur eine feste Masche. 1, 2, 3 und 4. Und in die letzte Masche machen wir jetzt wieder die Zunahme. Also 2 feste Maschen. Da müsstet ihr 8 Maschen in dieser Reihe haben. Wieder eine Luftmasche zum Wenden, dreht um und wiederholt das wieder. In die erste Masche 2, dann jeweils eine feste Masche bis zur letzten Masche. Und die letzte Masche müssen wir wieder verdoppeln. Das ist dann die 9. und die 10. Masche. 1 und 2. Jetzt haben wir den ersten Teil vom Tannenbaum fertig. Ihr könnt hier jetzt abschneiden. Und dann ziehe ich das hier durch, damit sich das nicht mehr löst. Damit ist jetzt diese erste Stufe fertig. Und wir fügen jetzt den Faden einfach neu an. Ihr könnt einfach so, wie er ist, den Faden einfach mitnehmen oder so wie ich nochmal einen Anfangsknoten machen. Irgendwie, weiß ich nicht, finde ich das so immer sicherer, damit der nicht wegrutscht. Ich mache immer einen Anfangsknoten. Und dann zählt ihr hier oben die 3. Masche ab. Das hier, diese gequetschte, ist die 1, dann 2 und hier ist 3. Stecht ein, hängt euch diesen Faden drauf, holt den hier durch und dann machen wir eine Luftmasche und gleich in dieselbe Masche eine feste Masche. So. Also haben wir jetzt hier einfach versetzt angefangen und machen jetzt noch 5 feste Maschen hintereinander. 1, 2, 3, 4 und 5. Damit hätten wir jetzt in dieser Reihe 6 Stück. Ihr macht eine Luftmasche, wendet wieder. Und jetzt wird das so gemacht wie vorhin auch, dass wir immer die erste und die letzte verdoppeln und das 4 Reihen lang. Also geht ihr in die erste Masche rein, macht 2 feste Maschen. Dann die restlichen bis zur letzten Masche immer nur eine feste Masche. Müsst ihr hier gucken, das ist die erste, die wir gemacht haben. Da wird dann verdoppelt. 1, 2. Da müsstet ihr jetzt 8 feste Maschen in der Reihe haben, wenn ihr das richtig gemacht habt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann wird jetzt immer jede Reihe die Anfangsluftmasche gemacht, gewendet und das jetzt noch 3-mal wiederholt. In der nächsten Reihe habt ihr 10, dann 12 und dann 14. Also insgesamt 4 Reihen lang hin und her, immer die erste und die letzte verdoppeln. Also hier 2, dann wieder nur eine, 4, 5, 6. 7, 8, dann kommt die letzte und das ist dann Nummer 9 und 10. Also ich würde euch auch immer empfehlen, bei sowas mitzuzählen,
weil man da sich schnell mal vertun kann. Anfangs Luftmasche und das Ganze wiederholen, noch 2 Runden. Dann habt ihr in der nächsten Runde 12 und danach habt ihr 14. So, das habe ich jetzt gemacht. Dann könnt ihr auch wieder abschneiden. Das war dann die zweite Stufe. Und wir wiederholen das Ganze für die dritte Etage. Ich mache wieder den Anfangsknoten. Allerdings stechen wir jetzt anders ein. Ihr sucht euch hier zum Anfügen die vierte Masche am Rand. Also das erste ist meistens gequetscht. 1, 2, 3, 4. Achtung, 1, 2, 3, 4. Hier. Also da dürft ihr nichts falsch machen, ne? Dann wird es nämlich krumm. Dann hänge ich mir das wieder drauf. Eine Luftmasche. Und dann ist das genau wie vorhin auch. Nur, dass wir 8 feste Maschen brauchen. Wir machen die erste gleich in dieselbe Masche, wo wir sind. 1. Und dann in die nächsten 7 auch eine feste Masche. 3. 4. 5, 6 und 7. Eine Luftmasche zum Wenden. Und jetzt wiederholt sich das von vorhin. Wir machen 4 Reihen lang immer bei der ersten und letzten Masche eine Zunahme. Das bedeutet wieder, wie vorhin auch, in die erste Masche 2, 1, 2. Dann in die nächsten Maschen immer nur eine. 2 feste Maschen. Dann habt ihr nach dieser Reihe 10, nach der nächsten Reihe 12, nach der danach 14 und am Ende habt ihr dann 16 Maschen. Also immer so weitermachen, bis ihr 16 Maschen habt. Nicht vergessen, die Luftmasche zum Wenden und immer die erste und letzte Masche verdoppeln. Und bei 16 Maschen sind wir dann fertig. Da zeige ich euch, wie es weitergeht. Okay, und wenn ihr soweit seid und eure 16 Maschen hier unten noch dran gehängt habt, ist diese Seite fertig. Bei dem ersten Teil könnt ihr jetzt den Faden abschneiden und beenden. Bei dem zweiten Teil lasst ihr den dran, weil wir mit dem dann auch gleich weiter häkeln werden. Ich habe den jetzt schon vorbereitet, den zweiten Teil. Und so sieht das aus. Ihr seht hier die ganzen Fäden, die können alle hängen bleiben. Und jetzt müsst ihr darauf achten, dass wenn ihr den auch als Hängerchen haben wollt, dass ihr hier oben den einzigen rausgucken lasst nachher, nicht mit einhäkelt, also nicht reinsteckt beim Zumachen. Und alle anderen werden nach innen geklappt. Und ihr legt dann einfach beide Teile aufeinander. Dann wird das rundherum zugehäkelt, bis auf eine kleine Öffnung, wo wir dann natürlich die Füllung noch reinbringen wollen. Dann legt ihr das so schön aufeinander und in jede Masche oder in jede Reihe wird einfach eine feste Masche gehäkelt. Ich steche jetzt hier rein und hole den Faden einmal durch, auch durch die Schlaufe auf der Nadel. Dann habe ich das hier schon mal schön verbunden. Dann lege ich mir die rausguckenden Restfäden noch rein und dann fangt ihr einfach an, in dieselbe Masche einstechen, durch beide Schichten durch, Faden durchholen und mit festen Maschen umhäkeln. Da geht ihr einfach am Rand entlang und stecht so gut wie es geht gleichmäßig am Rand in die Maschen ein. Manchmal ist das eben dieses Reihenende und da müsst ihr gucken, wo ihr am besten reinkommt, aber das geht eigentlich ganz gut. Hauptsache, ihr habt das möglichst gleichmäßig geschlossen. Dann wird einfach ordentlich am Rand entlang gehäkelt, versucht euch da irgendwo einen Weg zu bahnen. Wenn ihr
am Rand das Gefühl habt, das ist nicht so gut, dann stecht einfach ein bisschen tiefer ein. So. Ansonsten versuche ich einfach in jede Masche eine feste Masche zu häkeln. So sieht das dann aus. Und ich mache das jetzt rundherum und am Ende lasse ich mir einfach ein Stück offen und fülle das Ganze. Aber das zeige ich euch. Bin jetzt bei der Spitze. Dann geht es hier wieder oben rum. Wieder durch beide Schichten immer drauf achten. Einfach immer feste Maschen. Dann sortiert ihr euch wieder die Restfäden, dass sie wieder nach innen zeigen. Die verstecken wir jetzt alle mit im Bäumchen drin. Bei der Spitze lasse ich dann diese zwei Fäden rausgucken. Gehe ich einfach hier oben rein. Lege die hier auf die andere Seite. Und gehe aber trotzdem in die Spitze, dass die schön zu ist. Und dann hier auf der anderen Seite entlang wieder runter. Und falls ihr euch wundert, was hier im Hintergrund schnarcht, ich will es euch mal zeigen. Das ist meine Lola. Die macht hier gerade ein Nickerchen und schnarcht extrem. Sie ist ja auch schon eine alte Oma. So, ich habe jetzt bis hier unten zu und das nutze ich jetzt erstmal zum Füllen. Dann nehmt ihr einfach eure Watte und rein damit. Viel geht ja nicht rein, aber das soll ja auch nicht so dick sein. Versucht in die Ecken reinzukommen, das ist immer schön. Und dann schließt ihr die Öffnung komplett. So, am Ende angekommen, könnt ihr dann in die erste feste Masche, die wir gemacht haben, eine Kettmasche machen. Das heißt, einmal durch und gleich nochmal durch. Und dann könnt ihr das Ganze beenden, indem ihr hier durchzieht. Und dann ist euer kleiner Tannenbaum auch fertig. Ihr könnt dann noch den Restfaden einfach mit der Häkelnadel durchziehen, durch die Maschen, damit der auch verschwindet. Abschneiden vorsichtig. Und so sieht das Ganze dann aus. Hier oben mache ich dann noch einen Knoten. Könnt ihr auch noch, wenn ihr wollt, kleine Perlen drüber fädeln. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gut gefallen und ihr könnt das gut nachhäkeln. Ich würde mich freuen über einen Kommentar von euch und wenn ihr die auch vielleicht zeigen möchtet bei Insta oder Facebook, benutzt auf jeden Fall Hashtag Carolines Welt und markiert mich, damit ich das auch sehe. Und ja, ich kann euch noch empfehlen, ich habe ein neues Buch, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, und das erscheint am 18. Januar. Ihr könnt das aber jetzt schon vorbestellen. Den Link dazu findet ihr auch unterhalb von dem Video. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Adventszeit, viel Spaß beim Häkeln und Basteln und was man noch so machen kann in der Adventszeit. Ich wünsche euch, dass ihr ganz viel Spaß habt, bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Tschüss!